Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Dokumentenmanagement-Teaser im SwipoWTV. Wer es noch nicht gesehen hat, da oben kann man drauf klicken, sehr empfehlenswert. Und da geht es darum, wie mit Power Apps Dokumentenmanagement strukturiert betrieben werden kann. Das heißt, ich habe hier eine Beispiel-App, mit der ich hier diese Projektübersicht bestehend aus Projekt-ID und einem Projektnamen in einer SharePoint-Dokumentenbibliothek ablegen kann. Man sieht jetzt hier, der Ordner ist grün, hier sind auch schon Dokumente abgelegt. Bei Projekt 2 ist der Ordner noch klassisch ockerfarben. Es ist noch kein Ordner vorhanden. Ich drücke und es wird ein Ordner angelegt und ich habe diese Funktion von diesem Ordner noch einmal anders belegt, nämlich wenn ich jetzt draufklicke, dann öffnet sich gleich der Ordner. Ich gehe jetzt hier in die Ausstellung Casablanca. Das ist so angelegt worden und dieser Ordner ist vor wenigen Sekunden angelegt worden. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch nach dem kurz und knackig Intro. Okay, dann probieren wir das Ganze mal nachzubauen. Wir brauchen dafür natürlich erstmal eine neue App. Das heißt, wir gehen jetzt hin, sagen neue App, Template Layout. Und als erstes fügen wir jetzt mal unsere Datenquellen hinzu, die wir benötigen. Das Ganze sind ja SharePoint-Datenquellen. Und zwar, da ist es Dokumente. Und zwar ist es hier diese Bibliothek und diese Liste, die wir benötigen. Und als erstes setzen wir jetzt mal unsere Liste rein als Quelle für die Ordnernamen. Aber grundsätzlich kann ich natürlich alles Mögliche verwenden. Ich verändere jetzt das Design dieser Liste, sodass wir letztendlich nur die ID, die steht jetzt hier schon drin, das Item ID. Und dann gucken wir mal, da ist noch der Titel. Da soll jetzt noch PR Beschreibung rein. Das heißt, unser Ordner soll das Format haben 1 Kaiser von Konstantinopel, genauso wie hier 1 Kaiser von Konstantinopel und alles durch eben einen Unterstrich getrennt. Ansonsten gibt es hässliche und schwer behandelbare Zeichen. Als erstes setze ich jetzt nochmal hier ein Bezeichnungsfeld rein. Dann bauen wir uns jetzt mal das Ding zusammen, so wie es aussehen soll. Das heißt, wir verbinden einen String concatenate, und zwar this item.id ist der erste Teil. This item.id allerdings, wie ihr sehen könnt, ist eine Zahl. Das heißt, um das mit dem concatenate-textverketten-Befehl zu verarbeiten, müssen wir noch einen Text daraus machen. Dann fügen wir natürlich noch ein Freizeichen zwischen die ID und unser Feld this item-Projekt-PR-Beschreibung. So, und jetzt sehen wir hier schon, das ist unser zusammengesetztes Feld. Und jetzt wollen wir noch die Freizeichen ersetzen. Dafür nutzen wir die Funktion Substitute. Da ist sie. Das heißt, erst einmal der Text. Das heißt, in welchem Text wollen wir Zeichen ersetzen? In diesem. Und wir wollen die Freizeichen ersetzen durch einen Unterstrich. Und jetzt haben wir hier schon das, was wir gleich benötigen, um unseren Ordner anzulegen. Um den Ordner anzulegen, müssen wir jetzt hier eine Aktion einfügen und in Power Automate gehen. Wenn ich hier drauf gehe, öffnet sich dieses Fenster und ich gehe dann auf Neuen Flow erstellen. Gehe ich hier auf Create Flow. Das Ganze ist ein Instant Cloud Flow und wir nennen den jetzt einfach mal Tutorial, Dogma, Ordner, Anlage. Das Ganze wird getriggert über Power Apps. So, und jetzt gehen wir hier New Step. Das Ganze, die Aktion, die wir ausführen wollen, ist ja in SharePoint. Das heißt, ich suche erstmal SharePoint, gehe jetzt hier drauf. Jetzt kann ich hier auch die SharePoint-Aktionen wieder durchsuchen, gehe hier mal nach Folder suchen und dann steht hier Create New Folder. Das ist genau die Aktion, die wir benötigen. So, und jetzt muss er erstmal die Adresse haben, in der wir das machen möchten. Er zeigt die an, über die wir verbunden sind und das ist Dokumente. So, List or Library, das heißt, wir haben hier genau einen Ordner, eben unseren Dokumentenordner, ne? Also hier Dokumente. Und ein Folder Path
Da sagt er Ask in Power Apps. Genau diese Informationen soll er aus Power Apps empfangen. Jetzt haben wir hier diesen Namen, Create New Folder, Folder Path. Ja, das war es eigentlich schon. Jetzt müssen wir hier nur auf Save gehen. Gehen wieder zurück und hier erscheint er jetzt. Und wir wollen jetzt in diesen kleinen Pfeil hier diese Aktion einfügen. Das heißt, wenn wir hier drauf drücken, soll er den Ordner erstellen. Hier steht hier oben Select Parent. Das ist immer wichtig, dass da nichts drin steht, was ihr noch benötigt. Denn wenn ich jetzt hier drauf gehe und anklicke, schreibt er, wird hinzugefügt und automatisch in das geöffnete Steuer- oder in das selektierte Steuerelement fügt er diesen Befehl von diesem Befehl oder von diesem Power Automate Flow rein. Diese Aktion, die passiert, wenn ich hier drauf drücke. Und jetzt fragt er eben nach einem Wert, Create Folder Path. Und den haben wir ja schon kreiert. Das heißt, den nehmen wir jetzt einfach raus, setzen den hier in diesen Pfeil rein, schließen nochmal und dann war es das schon. Ne? Also hier nochmal zum Beweis, da ist der Kaiser von Konstantinopel drin. Und jetzt gehen wir hier mal auf Theater am Westpark, drücken hier. Und ihr seht, hier passiert irgendwas. Und wir gehen jetzt mal hier rüber. Gehen auf Aktualisieren und da ist Theater am Westpark. So einfach ist das und schon haben wir wirklich gewährleistet, dass das Ganze strukturiert vonstatten geht. Das Coole ist, hier über diesen Synchronisieren-Button kann ich noch erreichen, dass das Ganze mit meinem Desktop synchronisiert wird und ich das dann sogar offline zur Verfügung habe. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal in diesen Flow rein, gucken uns das auch nochmal an und sehen jetzt hier, das Ganze hat funktioniert, ist erfolgreich gewesen. Ja, dann haben wir den ersten Schritt schon relativ schnell erreicht. Jetzt wissen wir aber noch nicht, für welche dieser Projekte überhaupt schon Ordner angezeigt ist oder angelegt worden ist. Das müssen wir natürlich auch noch herausfinden. Das sind aber zwei unterschiedliche Datenquellen. Das heißt, wir können jetzt nicht innerhalb dieser Liste nach dieser Information schauen, sondern wir müssen das Ganze in der Dokumentenbibliothek rausfinden. Und eine Dokumentenbibliothek ist letztendlich nichts anderes als eine Datenbank und da können wir bestimmte Elemente filtern. Und um das euch ein bisschen zu veranschaulichen, importiere ich mal eine Datentabelle. Schieben wir mal hier rüber. So. Wir nehmen jetzt hier unsere SharePoint-Dokumentenbibliothek als Datenquelle. Und ihr seht, er blendet ja hier schon ein paar Felder ein, unter anderem eben hier diesen Titel. Und wie ihr seht, der Titel ist genau offensichtlich unser Ordner. Das heißt, wir müssen jetzt einfach diese Bibliothek nach dem Ordner filtern und erkennen daran, ist der Ordner schon angelegt oder nicht. Das heißt, das probieren wir jetzt mal, indem wir also einfach filtern nach dem Container, der hier drüben in dieser Galerie gerade aktiv ist. Also, das heißt, Filter, das ist die Datenquelle Dokumente und zwar dort, wo eben das Feld Titel, das hier, gleich ist Gallery 1, ups, Gallery 1.selected. Was ist das? Label 1 und dann noch der Text vom Label 1. Das Ganze schließen die Klammer und wenn es jetzt geklappt hat, sollte hier eigentlich die Ausstellung Casablanca kommen. Okay, das ist wahrscheinlich nicht das, was gerade aktiv ist. Das heißt, ihr seht jetzt hier Kaiser von Konstantinopel, Ausstellung Casablanca. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, tut sich nichts. Seht ihr? Und genau das ist, was wir wissen. Wenn also das Filterergebnis einen Wert zurückliefert, soll dieses Template eine bestimmte Farbe erhalten. Also das heißt, wir gehen jetzt hier hin und sagen, nehmen diesen Ausdruck und gehen jetzt hier von der Galerie in die Template-Fill-Eigenschaft. Das heißt, wir sind nicht in der Galerie, hier sind wir in der Galerie, Template-Fill und sagen, wir müssen das jetzt natürlich ersetzen durch this item. Das heißt, das Item, was gerade ausgewählt wurde oder wo dieses Ding drin ist, jetzt Count Rows, das heißt, zähle die Zeilen. So, und jetzt sagen wir, immer noch rot, weil das natürlich keine Farbe ist, er erwartet jetzt eine Farbe. If Count Rows ist größer als 0, dann sollst du grün sein.
und sonst rot. Okay, jetzt meckert er hier noch. Okay, was ist das? Ah, der erkennt es nicht. Wir können da jetzt nicht diesen Labelwert nehmen, sondern wir müssen diesen zusammengebauten Stringwert nehmen. Und jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Und jetzt könnt ihr ganz eindeutig sehen, super, von diesen Projekten haben wir bereits einen Ordner angelegt und König von Deutschland noch nicht. Gehen wir jetzt hier auf Anlegen und wir aktualisieren nochmal die Datenquelle. Dann seht ihr, wird es auch grün. Ja, super. Und jetzt wollen wir noch, dass wenn wir einen Ordner angelegt haben und dann hier auf dieses Icon klicken, dass er automatisch diesen Ordner öffnet. Also das heißt, das ist eben wieder, jetzt können wir hier wieder drauf gehen auf die Template-Fill-Geschichte. Das heißt, wenn dieser Wert größer 0 ist, dann soll er, wenn man diesen Knopf drückt, eben zu größer 0 ist, dann nicht grün und rot, sondern dann soll er den Ordner öffnen. Und zwar dieser Ordner, Internetordner oder Ordner, öffnet man immer mit dem Launch-Event. Launch. Und jetzt müssen wir jetzt hier die Webseitenadresse eingeben, https. www.sharepoint.com. So, das Ganze ist Sites und die Sites heißt Dokumente, glaube ich. Aber das kann man sich hier oben auch einfach angucken. Gehen wir mal hier drauf. Na, seht ihr hier? Sites, Share Documents, kopieren wir einfach mal raus. Das ist einfacher. Gehe ich zurück. Und er soll dann den Ordner öffnen. Das heißt, hier müssen wir wieder eine Textverkettung reinmachen. Das machen wir jetzt mal mit und. Und da setzen wir wiederum einfach unseren Ordner rein. Okay. Launch. Und jetzt müssen wir noch eine schließen, ne? Genau. Und hier müssen wir noch den if-Befehl schließen und jetzt sollte das Ganze funktionieren. Also das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, seht ihr, wird diese Website geöffnet und wenn ich jetzt auf diesen Ordner oder auf diesen Datensatz klicke, in dem noch kein Ordner angelegt ist, wird der Ordner angelegt. Das heißt, hier gehen wir nochmal drauf, Wilhelm Tell ist angelegt. Ja, das war's von den Funktionalitäten für den ersten Teil, wie ich jetzt nochmal Dokumente ablege, wie ich die ganze dann nochmal mit einem Tag versehe und wie ich dann auch diese Knöpfe einrichten kann, so dass eben die verschiedenen Farben entstehen. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne nochmal einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, freue ich mich sehr und ansonsten freue ich mich dann aufs nächste Mal bei SWIPOW mit Spaß digitalisieren. Tschüss.